Pirsch. So, Leute. Na warte, was wir zu machen. Leute, wir sind jetzt gerade im Hotel angekommen und jetzt werden erstmal die Jungs begrüßt. Alle Mates sollten im Zimmer sein. Der eine oder andere schläft schon. Mal schauen, was abgeht. Hallo? Oh mein Gott, was sehe ich da zum ersten Mal? Oh mein Gott, ey! Ja, es wird wieder cringe. Bist du Gio? Ja. Dich kenne ich doch, du hast Follower, oder? So, ja. Kann ich bei dir blasen? Ja, aus dem Fernsehen. Hallo? Nein. Du bist doch der Rapper da. Du bist doch Rapper von Silex Instagram. Ich hab dich gehört. Mama! Ei, am Ständer, Alter! Hier wird der Kran ausgefahren, Digga! Verpiss, du Bastard, Alter! Ah, ja, ich stehe auf Schläge! Schlag mich, ja! Verpiss! Ja! Ey, ich muss hier raus! Das ist ja alles so wie. Das sind irgendwie. Bastard! Ach, Gio, du kannst auch einfach mal übernehmen! Ja! Guck hier, ich hab keine Kamera. Nicht nur im Einzelnen, nicht im Auf, wie ein die Kamera gerade. Hier ist gerade. Hallo erstmal. Es ist Zeit für die Tagesschau. Es ist erst 3 Uhr morgens. Frühstück. Frühstück erstmal vor dem Frühstück. Let's go. Darauf erstmal. Aber leg meinen Dünn aus. Ich nehme meinen Handschlag. Nein, Mann, dir traue ich nicht. Okay, gut, doch, schau dir. Ich bin Dünn aus. Nein, Mann, bitte. Okay. So ein Bastard. Nein! Hat er mit der Hand einfach so. Passiert im Essen. Genau deswegen habe ich ja noch eine Pommes bestellt. Ey, Digga, nicht den ganzen, Mann. So, Leute, es ist Freitagabend. Es ist 3.30 Uhr. Es ist 3.30 Uhr. Wir kommen. Let's go, Silex! Ja, wir kommen gerade zurück vom Feiern und wir überprüfen mal, wie die Stimmung da drüben ist. Wie ist denn da drüben die Stimmung? Let's go! Ich bin hier nur mit Autisten und irgendwas ist hier verkehrt, Mann. So, ich würde sagen, wir prüfen kurz die Lage bei den einzelnen Leuten. Wie ist denn die Lage bei dir? 3.30 Uhr zurück. Ja? Wie war's? Das war mega chillig, wir waren im Irish Pub. Ja? Ja, da haben wir richtig ein paar Bierchen gezischt. Ja. Ich meine Apfelsaft. Apfelsaft, ja. Ja, und bin? Leute, unser größter Fanboy ist auch mit am Start, wir prüfen mal, wie bei ihm die Stimmung ist. Hey! Hey!
Digga, ich würde sagen, der kommt nicht ins Hotel rein. Das war's mit ihm. Schnell weg hier, Mann. Ich würde sagen, wir überprüfen mal die Lage bei den anderen Leuten, wie da der Alkoholpegel ist. Wie ist denn der Alkoholpegel? Also, wenn es eine Zahl wäre, würde ich eine Giraffe sagen. Digga, das ist schon mal recht, wo ich schon mal sage, dass du 12, 30, 70er hast, hast du den Armer gesehen hier. Ich würde sagen, gute Nacht, bis morgen früh. Wir sehen uns Samstag. Mal schauen, was wir für morgen Gameplays, was wir für Gameplays morgen aushauen können. Ja, die Kamera lief gar nicht. Und jetzt geht's ab zum Frühstück. Und dann zur Location. Let's go! Seid ihr ready? Bist du ready? Bin ich ready? Bist du ready? Seid ihr ready? Bist du ready? Ja! Bist du ready? Aber sowas von. Bist du ready? Ja, natürlich. Bist du ready? Ich muss raus! Na, okay, gleich raus wieder. Ich bin in Gefahr. Schon beim Parkplatz, Mann. Es geht gleich los. Und jetzt laufen wir hin zur Location. Der Hype ist richtig real, Mann. Er ist richtig real, Mann. Ist der Hype real? Mann, bitte mal ein bisschen mehr Hype hier, Mann. So, Leute, wir sind schon vor der Location. Es geht schon direkt gleich los hier. Wir ziehen uns das mal rein, wie das hier aussieht. Man sieht nur so die Dinge. Wir spielen gleich gegen Nezum nur im Onstage, hab ich gehört. Echt? Ja, aber man sieht die Übung so beide. Warte mal, hast du geübt? Ja, ich hab geübt. Wallah, ich hab geübt. Wir machen nachher, okay. Ja, wenn du können wir reingehen, ist kalt. Wen hast du da hinter dir mitgenommen? Ist das dein kleiner Schuldinge? Hallo! Der wird jetzt erstmal geschlagen. Jetzt rein in die Location, Leute. Ach so. Ey, weißt du, wie lustig? Du gehst einfach so bei einem Typen rein in die Wohnung, schließt deine Playlist so an. Die Lage kann losfetzen, Digga, let's go. Okay. Oh! 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 Was geht denn hier los, Mann? Was ist da los? Digga, alles gut, Mann. Chili, komm her, Mann. Alles gut, Mann. Andi, komm her. Alles gut, Mann. Hey. Ich hab nur leicht gesagt, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. MVP von der letzten Wahl, Munkel. Bin ich schon vom Klo, Alter. Alles gut, Mann. Ja. Bist du geheilt? Mach keine miese Nummer. 23 Uhr. Ist das der echte? Rauskommen, vorstellen, Mann, los. Digga, sind das heute Jerseys? Digga, da sind die ordentliche Jerseys an dir. Okay. Darf ich spielen? Darf ich spielen? Mich? Ja, doch.
Was ist dein Statement dazu zu dem Jersey? Du bist ja selber. Du zeigst dein Kriko, Digga. Du bist ja selber Orga-Leiter. Was sagst du zu seinem Jersey? Ja, das ist der Trend 2020. Ich kann mal so einen Rucksack. Sieht gut aus. Ich bin kein Rassist, das sieht gut aus, Mann. Hab kein Problem damit. Grüße dich erstmal. Darf ich meinen grüßen? Ja. Ich grüße Hamza und Colin. Digga, nein. Nein, das hast du schon nicht gemacht. Wir müssen wieder rauskappen. Da ist einiges vor der Tür. Jetzt muss er nicht zu viel wollen. Und da kommt er ums Eck und holt sich Nightmare raus. Opening Crack. Harvard. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2 auch noch. Agamesh auch raus. Mit einem Headshot. Da freut er sich gerade aber. So. Seht's auf der Cam. Da freut er sich Diffuser aber. Diffuser hat er am Start. Da darf schon irgendwas. Nein. Owner legt nach, oh, holt sich Gio und Harvard mit dem dritten Kill, kann sich Escape auch noch holen. Oh Gott. So, und dann warten wir mal, ob noch was geht. 5 HP, aber... Und da kommt der Nächste. Oh, das hat er gesehen. Hat er gesehen? Hat er gesehen? Na, ah, ist noch eine Etage runter. Nee, doch nicht. Guck mal, die Nomads sind auch noch da. Ja, komm, Harvard. Kommt schon. Oh. Und Exempel. Oh. Exempel macht's kaputt. Ach du Gott, was Harvard. War das denn gerade? Harvard! Was? Harvard! Herzsensor. Und Harvard eröffnet die letzte Runde in dieser Begegnung mit einem Kill und mit einem Plant. Und da geht's sofort los. Der Plant ist zwar denied, aber Exempel. Suri und Optik. Oh, und da war's nochmal ein Exempel, mach das Ding klar. Silex für ein hier Comeback. Das Ding. Ein fettes Silex holt hier das Ding. Das ist immer das Schwierigste. Ja, morgen Halbfinale. Ihr seid dabei. Was macht ihr heute Abend noch? Wir werden auf jeden Fall uns noch richtig dolle vorbereiten. Also es werden noch einige Shisha-Bars abgeklopft jetzt in Limburg. Und wir schauen, dass wir dort noch uns ein bisschen einwärmen, ein bisschen locker werden. Und vielleicht auch die ein oder andere Taktik angeschaut. Aber wir gehen es gelassen an. Gelassen ins Halbfinale morgen. Ja, das ist richtig. Das, also, ich bin immer noch baff. So Leute, wir sind Samstagabend hier zu einem kleinen Treff gekommen. Silex Xbox und Silex PS4. Silex PS4 im Halbfinale und Silex Xbox im Finale am Sonntag. Schauen, was dann noch passiert. Und wir haben jetzt hier eine Location gefunden, die richtig schmeckt. Und wir schauen gleich bei den Jungs vorbei. Was unten abgeht. Hey guys, welcome to the 2019 Billiards Championship. And now we go over to the moderators at the table. Steven from Tokyo. Hi, thanks mate. We're gonna see a well match here between Silex PS4 and Silex Xbox. It's gonna be an insane match. I would say, let's go to the match! Jetzt Digga, der ist so instabil! Ja! Silex Xbox auseinandergenommen. Let's go! Ich hab gewonnen, du hast verloren, Mann! Ihr habt vorhin zum 9 gegen mich verloren, also halt's Maul! Well played here in Tokyo. I would say we go back to London. Steven, how are you in London? Muss einmal Augen schließen, erstmal nicken, Zimmer. Welcome back to Tokyo. That was the world final and I hope you enjoy your night. Good night, everyone.
Leute, gerade von der Shisha Bar zurückgekommen und jetzt geht's doch ab nach Meckes. Damit schleppst du jeden Olla, Alla. So Leute, Halbfinale wurde gespielt. Leider verloren, knappes Match, Levo klasse Spiel gemacht. Und jetzt müsst ihr Spiel um Platz 3 spielen, da wird es um was gehen. Leider hat unser Wunderkind Optik bei den Kollegen von, bei den Kollegen von OG aus Versehen über den Stick gerutscht und einmal beim Match ausgeholfen. Und aufgrund dessen ist leider Optik disqualifiziert. Wir haben keinen Spieler mehr im Lineup. Deswegen müssen wir Spielplatz 3 zu 4 spielen. Ja. Denkst du, es macht Sinn, dass wir jetzt auf zu 4 spielen oder direkt aufgeben? Ja, aber nur wenn du Top-Fragger bist. Okay, also, werden es nochmal tryen. Kurze Randinfo, Silex Xbox hat auch noch hier gespielt und hat sich kurz den Pokal noch abgestaubt. Wie sind die Maps draufgegangen? Die Maps? 7-0 und 7-3. Gut. ja, war mega geil, hab echt solide gespielt. Yo Freunde, wir sind Vierter geworden. Wir haben nochmal gegen Special Panda Elite probiert zu gewinnen. Zu viert muss man leider spielen. Leider hat es nicht ganz gereicht, also es war einfach nicht möglich zu gewinnen. Trotzdem, Versuch ist es wert gewesen. Man darf nie aufgeben, das ist das Allerwichtigste. Hat man, glaube ich, nach dem Event gesehen. Und ja, Fazit zu der LAN. Sind wir zufrieden, sind wir nicht zufrieden? Ey, wir sind mega zufrieden. Wir haben 3 Test-Scrims gehabt. 3 Spiele, indem wir uns eingespielt haben vor dem Event. Eine Woche davor haben wir uns ein bisschen eingespielt. Und wir sind Vierter geworden von 12 Teams. Man kann definitiv zufrieden sein. Wir waren auch nach dem Match, wo wir verloren haben, im Halbfinale, waren wir eine halbe Sekunde, waren wir unglücklich. Und danach haben wir gesagt, ey, Jungs, das ist eine krasse Leistung, Mann. Richtig kranke Leistung. Und wir waren mega zufrieden. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, gerne auf allen Social Medias followen, damit ihr immer up to date seid, wann wo was rauskommt, wann ein Livestream rauskommt. Insta, Twitter, Facebook, Twitch. Und ja, gerne auch hier ein Abo dalassen oder auch einfach unten mal kommentieren mit du bist geil, denn sowas macht mich auch ein bisschen horny. Und ja, ich würde sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Video.